So, guten Morgen. Schöner Tag heute. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wolkenlos wird. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass auch die nächsten Tage dann sehr regnerisch werden soll, dass ich heute versuche, einen 3000er zu besteigen. Das war das Coole ist, dass man den schon sieht. Das war da vorne. Der da. Na, willst du aufstellen? Wunderschön beleuchtet, Pizzo Tambo. Ist irgendwie 3200 Meter hoch. Da werde ich jetzt erstmal zum Splügenpass laufen. Dann muss ich quasi hier erst da durch und dann da das Tal, da hinten hoch. Von da aus geht es dann vom Gipfel. Ist jetzt 7:30. Ich hoffe, dass ich bis um 9 ungefähr vielleicht beim Splügenpass bin. Und dann ist vielleicht bis vor 12 oder bis um 1 vielleicht bis nach oben schaffe. Ich überlege noch, ob ich irgendwie mein Zelt und mein Schlafzeug-Isomatte irgendwo liegen lasse. Am Splügenpass oder da so in der Nähe, weil ich die ja nicht einmal hoch und wieder runter tragen muss. Und das spart halt, naja, 4,5 Kilo vielleicht. Das macht sich dann schon bemerkbar. Also, Frühstück gibt es auch erst auf dem Splügenpass, habe ich mir vorgenommen. Geht es jetzt, glaube ich, auf der alten Passstraße hoch. Noch schöne uralte Steine. Sehr hübsch. Und da oben, da wo die Autos stehen, da ist auch schon die Passhöhe. So, gleich mit oben. Das Lustige ist, ich war ja schon mehrmals im Splügenpass. Das erste Mal bin ich mit dem Auto drüber gefahren. Dann irgendwann, so vor 5 Jahren, glaube ich, bin ich mit dem Fahrrad drüber gefahren. Das war so der erste große Alpenpass. Ein Fahrrad, noch mit zwei Klassenkameraden, Leo und Michi. Und wir hatten danach noch einmal mit dem Auto. Und jetzt zu Fuß. Ich dann bald alle Fortbewegungsmittel durch. Fehlt nur noch irgendwie Longboard oder Pferdekutsche oder so. Da geht's auch. Ich habe mehr Angst davor, dass ich mein Zeug nicht wiederfinde, als dass es geklaut wird. Aber hier habe ich jetzt eine ganz gute Stelle gefunden, denke ich. Hier ist es zum ersten Mal ziemlich flach. Und dann werde ich das jetzt hier irgendwie da so hinter den Steinen oder so verstecken. Ich finde das Versteck. Sieht doch ganz gut aus. Zwei Steine werde ich noch drüber legen und dann sollte es passen. Jetzt Frühstück! Wie jeden Tag das gleiche. Brot mit Käse. Ein bisschen Aufstriche habe ich auch noch. Naja. Der Rucksack ist jetzt so angenehm leicht. Das ist bestimmt. Ich hab den Kocher jetzt auch noch da gelassen. Ja, so 6 Kilo, denke ich, sind das jetzt weniger. Also wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Nach und nach wird es immer höher. Das Gelände wandelt sich von, wie es da unten noch so schön grün ist. Das ist einfach nur Stein.
nicht, wie weit oben es noch Schafe gibt. Und ich in der Welttiere. Sitze hier auf irgendwie 2800 Metern. So ein Dreh rum. Da hoch. Aber macht Spaß. Und ich komme voran. Schon? Sieht man nichts mehr. Aber da hinten kommen schon wieder die Berge raus. Kann man vielleicht schemenhaft erkennen. Da klettert man hier so im Nebel über den Gipfel. Kommt hier rüber. Wird mit der Aussicht belohnt. Schön. Schön, so, dass der ganze Nebel, der von der Seite kommt, und der hier drüber zieht, nach oben wegdriftet und dann verschwindet. Ich bin jetzt auf so einem Nebengipfel. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich jetzt da auf den Hauptgipfel soll. Ich glaube fast eher nicht. Lohnt sich irgendwie nicht. So, ich habe jetzt in der Tat beschlossen, einfach hier zu bleiben. Es hat keinen Sinn, jetzt da noch rüber zu laufen, weil die Sicht ist da auch nicht besser. Ich glaube tendenziell sogar eher schlechter. Ich schneide dann einfach die Stellen raus, wo man hinten sieht, dass es noch höher geht. Dann sieht es so aus, wie wenn das hier der höchste Gipfel ist. Ich werde jetzt hier mich ein bisschen warm anpacken, wenn man dann steht oder sitzt. Sich nicht mehr bewegt, jetzt schon frisch und beim Runterklettern bestimmt auch. Dann noch ein bisschen was futtern. Dann werde ich mich relativ bald wieder auf den Abstieg begeben. Ja. Das Wetter hat jetzt. Also da hinten sind schon noch Wolken. Aber es ist schon natürlich deutlich aufgezogen. Und einer hat sich gerade auch noch auf dem Weg hoch gemacht. Aber der sieht auch sehr flink aus. Schwierig. Ich meine, eigentlich ist es auch nicht so wild, wenn ich heute nicht mehr ganz mit rumkommen. Ah, ich sehe gerade, da ist noch einer mit Hund. Der wird es, denke ich, auch noch hier hochprobieren. Da oben saß ich vorhin drauf. Das ist der Weg. Da geht's weiter hoch. Viel geklettert. Weil erst so gekraxelt, richtig klettern ist es noch nicht. Oben angekommen waren all die Strapazen und der anstrengende Aufstieg mit einem Schlag vergessen. Der Nebel um den Gipfel hatte sich verzogen und es zeigte sich ein atemberaubendes, mit wunderschönen Wolken geschmücktes Alpenpanorama.
Nachdem ich den Ausblick in vollen Zügen genossen habe, wurde es aber auch schon wieder Zeit, weiterzugehen. Ich hatte nicht nur einen langen Abstieg vor mir, der Gipfel war auch bald wieder in Nebel gehüllt. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen, aber das ist auch nicht weiter wild. Da hinten, da ganz hinten. Ah ja, da sehe ich auch gerade den Wanderer mit dem Hund. Ah, jetzt müsste es nur noch scharf stellen. Ah. Hallo! Fokus! Da sehen wir den Wanderer mit Hund. In der Ferne. So. Jetzt aber einmal muss ich das ja mindestens aufnehmen, wie ich da den Berg runterstelle. Das sieht bestimmt absolut herrlich aus. Ist das cool oder ist das cool? So langsam kehren die Wiesen zurück. Und ich gehe auf den Weg zurück. Hier unten sieht man wunderschön die Passstraße. Ich bin damals auch mit dem Fahrrad runtergefahren. Sehr cool. Wenig windig. Tada! Alles da zu sein. Ich beschloss, mir den Abstieg vom Splügenpass bis zum Ort Splügen zu ersparen und versuchte zu trampen. Wahrscheinlich war es Anfängerglück, denn es ist das erste Mal, dass ich das probiert habe und es hat auf Anhieb außerordentlich gut geklappt. Gibt's ja gar nicht. Splügenpass. Ich frag die Ersten, die sagen sofort ja. Fahren genau in die richtige Richtung, pack mich rein. Fahren quasi sofort los. Und jetzt bin ich in Splügen. So schnell kann es gehen. Krass. Da oben war ich gestern. Es hat im Moment sogar mal wieder aufgeklärt. Da scheint sogar ein bisschen blauer Himmel durch. Weil bisher hat es relativ viel geregnet. Ich habe jetzt hier mal gefrühstückt auf der Bank. Unterwegs Richtung Sufers und dann weiter das Rheintal runter. Ich hoffe mal, es schüttet nicht noch zu viel. Ich bin schon hier komplett in Regenklamotten mit Regenhose und Regenjacke und so. Mal schauen. Kann sogar mit Kanonenrohren Musik machen. Also dafür, dass es heute den ganzen Tag regnen soll, ist das Wetter erstaunlich gut. Ich habe jetzt gerade wieder hier die ganzen Regensachen ausgezogen, weil es schon über 2 Stunden nicht geregnet hat. Und wenn man so auf den Himmel schaut, sieht es eigentlich auch ziemlich schön aus. Vielleicht bleibt es einfach so. Wäre ja auch mal angenehm. Hebt die Stimmung ein wenig. Ich laufe jetzt mal ein gutes Stück auf der Straße. Weil es mich ein bisschen ankotzt, dass die Wanderwege immer so hoch und runter gehen.
Aber es ist eh fast kein Verkehr, insofern kein Problem. Gleich kommt eine Sprengung. Das war eben schon mal dreimal so ein Nüt davor. So ein Nebelhorn und dann baff. Beim ersten Mal habe ich mich höllisch erschreckt. Jetzt ging's. Gerade zwei nette Wanderinnen getroffen, die waren beim Geocachen. Haben noch zusammen Geocache gesucht und gefunden. Sehr witzig bei der Bärenburg. Gerade eben die beiden nochmal getroffen, dann nochmal gesucht nach einem anderen Cache, aber nicht gefunden. Also wenn jemand den Cache an der Grenzen überschreiten oder so hieß der, findet, soll er mal sagen, wo der ist. War irgendwie sehr kryptisch alles. Am letzten Tag hat es dann wirklich so durchgängig geregnet, dass ich von früh bis spät meine komplette Regenkleidung anhatte. In den wenigen Momenten, in denen es nicht von oben nass runterkam, war durch die hohe Luftfeuchtigkeit trotzdem alles feucht und klamm. Also genau das passende Wetter für die Via Mala. Und es regnet. Super coole Aussicht. Alles klar. Ich kratze mich am Bart. Und warum nach New York? Das Känguru zieht eine kurze Zeitungsnotiz. Und Känguru läuft dem her. Fahre ich weiter nach Chur, von da aus dann nach Basel und wieder in die Heimat.